Gut, worum wird es in der heutigen Vorlesung gehen? Wenn Sie sich zurückerinnern, in den letzten Wochen habe ich Ihnen eine Reihe von unterschiedlichen Methoden vorgestellt, die es im Usability Engineering gibt und die man verwenden kann, wenn man Usability Engineering betreibt. Viele unterschiedliche Einzelmethoden, so Dinge wie Cognitive Walkthrough, heuristische Evaluierung, Usability Testing und so weiter. Und heute möchte ich, wenn man so will, quasi einen Schritt zurückgehen und versuchen, ein bisschen einen Blick auf das Gesamtbild, auf das Big Picture des Usability Engineerings zu werfen. Das heißt, ich möchte mit Ihnen anschauen, den Gesamtprozess, in dem Usability Engineering typischerweise stattfindet, welche Möglichkeiten es gibt, um diesen Prozess zu gestalten. Ich möchte mir auch anschauen, wie dann einzelne konkrete Methoden und Aktivitäten sich in diesen Gesamtprozess eingliedern. Ich möchte mir auch anschauen, welche unterschiedlichen Prozessmodelle oder Vorgehensmodelle es gibt, beziehungsweise wie sich Usability Engineering in Softwareentwicklungsprozesse eingliedern und integrieren lässt. Ich möchte mir vor allem auch anschauen, welchen Nutzen und Mehrwert Usability Engineering bringen kann und was das alles kostet. Und ja, also so quasi das Gesamtbild rund um das Ganze herum, weg von den Einzelmethoden hin zum großen Ganzen. Ich habe in der allerersten Vorlesung, glaube ich, schon darauf hingewiesen, auf den Unterschied von Usability Engineering und Usability, dass quasi Usability ein Qualitätsmerkmal ist, das man versucht zu erreichen und dass Usability Engineering die Sammlung von Aktivitäten und Methoden ist, die einen zu diesem Ziel hinbringen sollen. Also quasi der Weg zu diesem Ziel. Usability Engineering sind alle Aktivitäten, die zum Ziel haben, dass am Ende ein Produkt oder ein System mit einer guten Usability rauskommt. Und das bedeutet insbesondere auch, dass Usability Engineering nicht einfach nur eine Sammlung von Einzelmethoden ist oder eine isolierte Phase in einem Entwicklungsprozess, sondern dass Usability Engineering selbst als Prozess verstanden werden sollte und verstanden werden muss. Das heißt, Usability Engineering ist nicht etwas, was man quasi in einer abgekapselten, isolierten Phase von einem Softwareentwicklungsprojekt stattfinden lässt. Das ist nicht, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt unser System. Und wenn wir damit fertig sind, dann machen wir Usability-Tests, um zu schauen, ob das, was wir gebaut haben, überhaupt benutzbar ist oder nicht. Sondern Usability Engineering ist ein Prozess, der idealerweise von Beginn eines Entwicklungsprojekts, also bevor man, also eigentlich noch vor Beginn des Entwicklungsprojekts, bis nach der Auslieferung und Inbetriebnahme des Systems sich zieht. Das heißt, das ist etwas, was von der Requirements-Analyse bis zur Installation, Betrieb und Support idealerweise ein Projekt begleiten sollte. In der Praxis ist es oft nicht so, aber idealerweise sollte Usability Engineering immer als ein Prozess verstanden werden, der den gesamten Softwareentwicklungsprozess begleitet. Und diese Aktivitäten beziehen dann auch in weiterer Folge noch die Nutzungsphase mit ein. Gut. Wenn es darum geht, wie man jetzt Usability Engineering betreiben kann, wie man diesen Prozess gestalten kann, welche Vorgehensmodelle man da verwenden kann, dann gibt es ein sehr bekanntes, ein sehr etabliertes Prinzip, an das man sich halten soll, nämlich das sogenannte User-Centered Design-Prinzip. Das ist, wenn man so will, so etwas wie eine Design-Philosophie oder ein Design-Prinzip, das es inzwischen schon seit einigen Jahrzehnten gibt, das sehr bekannt ist, das wie gesagt auch sehr etabliert und anerkannt ist und das einen guten Rahmen dafür bereitstellt, wie man jetzt Usability Engineering als Prozess umsetzen und realisieren kann. Und diese Idee des User-Centered Designs ist es jetzt eben, dass man den Benutzer oder die Benutzerin ganz zentral in den Mittelpunkt der Gestaltung von einem technischen System rückt und dass man quasi User-Centered Design verwendet während der Entwicklung eines Systems, um etwas von den Benutzerinnen über die Benutzerinnen und Benutzer zu lernen und dieses Wissen in
das Design und die Entwicklung von Systemen einfließen zu lassen, um diese Systeme eben gut benutzbar zu machen. Dieses Prinzip des User-Centered Designs, das wird oft auch bezeichnet als Human-Centered Design. Also wenn Sie irgendwo Human-Centered Design lesen, dann ist damit in der Regel dasselbe gemeint wie mit User-Centered Design, das ist relativ austauschbar. Und dieses Prinzip des Human-Centered Designs ist auch etwas, was in einer ISO-Norm beschrieben und definiert und klar abgegrenzt wird, in der ISO-Norm 9241-210. Da ist dann eben zu lesen, Human-Centered Design is an approach to interactive system development that focuses specifically on making systems usable. Also das ist das übergeordnete Ziel von User-Centered Design bzw. Human-Centered Design, dass man Systeme mit einer guten Usability baut. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz erwähnenswert ist, dieser ISO-Standard, den Sie hier sehen, ISO 9241-210, der ist erst seit relativ kurzem, seit ein paar Jahren unter dieser Nummer zu finden. Also diese Norm zu Human-Centered Design, die gibt es schon recht lange, war früher aber in einer anderen ISO-Norm kodifiziert, in der ISO-Norm 13407. Und wurde dann aber umstrukturiert, weil die ganzen anderen Usability-ISO-Normen sind eben in diesem Normenkomplex 9241 untergebracht. Und da wurde dann quasi die frühere ISO-Norm 13407 in den Normenkomplex 9241 umgegliedert. Das sage ich Ihnen vor allem auch deshalb dazu, wenn Sie selber mal ein bisschen sich einlesen und wenn Sie ein bisschen recherchieren und wenn Sie über ältere Artikel stolpern, dann werden Sie dort vielleicht die alte Nummer zitiert sehen, aber das ist jetzt quasi die neue, so wie sie jetzt heute gilt. Gut, das vordringliche Ziel von User-Centered Design ist es jetzt eben, einerseits Systeme mit einer guten Usability zu entwickeln und andererseits etwas von den Benutzerinnen und Benutzern von technischen Systemen zu lernen. Und das ist auch etwas, was Jacob Nielsen, finde ich, sehr schön in seinem Buch Usability Engineering charakterisiert, beziehungsweise was sich sogar auf dem Titelbild, auf dem Buchcover von seinem Buch wiederfindet, dass es bei Usability Engineering und bei User-Centered Design im Kern der Sache darum geht, eine Kluft zu überbrücken. Und beziehungsweise eigentlich nicht nur eine Kluft, sondern sogar zwei Kluften oder zwei Klüfte, bin mir jetzt nicht sicher, was da der richtige Plural ist. Nämlich einerseits die Kluft zwischen den Fähigkeiten und Anforderungen des Menschen, der Benutzerinnen und Benutzer, und andererseits den Fähigkeiten des Computers, also quasi die Kluft zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Technologie, dass man die zusammenbringt. Das ist auch generell so das Ziel und die Aufgabe des Interaction Designs, wenn man so will. Und andererseits aber auch die Kluft zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern und den Benutzerinnen und Benutzern eines Systems. Weil eben Entwicklerinnen und Entwickler beziehungsweise auch Designerinnen und Designer von technischen Systemen, von Software, sehr häufig nicht unbedingt repräsentativ sind für die Benutzerinnen und Benutzer, die dann später tatsächlich ein System verwenden und damit arbeiten sollen. Und Jacob Nielsen beschreibt in dem Zusammenhang auch, finde ich sehr schön und sehr anschaulich, dass sich diese Kluft zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern und Benutzerinnen und Benutzern auf drei unterschiedlichen Levels, auf drei unterschiedlichen Ebenen manifestieren kann. Und die erste von diesen drei Ebenen ist quasi die, wo man sagen kann, die Entwickler und Entwicklerinnen sind gleichzeitig auch die Benutzerinnen und Benutzer. Also in dem Fall kann man eigentlich nicht von einer Kluft sprechen. Das ist der Fall oder das ist die Ebene, wo man sagen kann, es gibt eigentlich keine Kluft zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern und Benutzerinnen und Benutzern. Und das ist eben zum Beispiel dort der Fall, wo man etwas baut und wo man etwas entwickelt oder entwirft, was man später nur selbst verwenden wird. Und das ist eine Ebene, wo man sagen kann, da spielt Usability Engineering und User-Centered Design eigentlich keine große Rolle, weil wenn man was baut, was man danach eh nur selbst verwendet, dann wird man es natürlich so bauen, dass es für einen selber passt. Das liegt quasi in der Natur der Sache. Also wenn quasi die Zielgruppe von einem Produkt und die Entwicklerinnen und Entwickler deckungsgleich sind, dann braucht man eigentlich kein Usability Engineering und auch kein User-Centered Design. Man muss aber natürlich auch sagen, dass Software etwas ist, was seinen größten Nutzen entfalten kann, dort, wo man möglichst viele Menschen erreicht. Beziehungsweise gibt es ja oft auch
wirtschaftliche oder finanzielle oder monetäre Interessen, dass man möglichst viele Menschen erreicht. Und deshalb kann man, glaube ich, sagen, dass nur sehr wenig professionelle Softwareentwicklung auf dieser Ebene abläuft. Also in der Regel, wenn man professionell Software entwickelt oder generell technische Systeme entwickelt, dann macht man das idealerweise nicht nur für sich selber, sondern man macht es, um etwas Nützliches zu bauen, was man dann auch anderen Leuten und anderen Menschen zur Verfügung stellen kann. Und dort wiederum spielen Usability Engineering und User-Centered Design eben schon eine sehr große Rolle. Die zweite Ebene, auf der sich diese Kluft zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern und Benutzerinnen und Benutzern dann manifestieren kann, die Jacob Nielsen beschreibt, ist die, wo man sagen kann, die Entwicklerinnen und Entwickler verstehen im Wesentlichen das Produkt. Die haben Ahnung von dem, was sie da bauen. Das ist zum Beispiel dort der Fall, wo man was baut, was man auch selber verwendet. Also angenommen, Sie entwickeln einen E-Mail-Client, dann vermute ich mal sehr stark, dass Sie alle privat oder auch beruflich schon seit Jahren E-Mail-Clients täglich intensiv verwenden, dass Sie eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, wie so ein E-Mail-Client ausschauen soll, damit er für Sie passt und damit Sie den bedienen können und damit Sie gut damit zurechtkommen. Das heißt, ein E-Mail-Client ist sicher ein Produkt, wo die meisten Softwareentwicklerinnen und Entwickler eine sehr gute Vorstellung davon haben, wie das aussehen kann und was das können muss und wie man das gestalten könnte. Und diese Ebene, wo die Entwicklerinnen und Entwickler mit dem Produkt vertraut sind, wo sie eine Vorstellung davon haben, wie das Endresultat ausschauen könnte, ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Ebene, weil ich glaube, auf dieser Ebene kann sehr leicht der Fehler passieren oder der Trugschluss kommen, dass man glaubt, nur weil man selber das Produkt versteht, kann man auch selbst gute Designentscheidungen treffen, die dann auch für alle anderen Benutzerinnen und Benutzer des Systems gelten. Und das ist aber sehr häufig nicht der Fall. Ich glaube, ich habe das in früheren Vorlesungen auch schon mal erwähnt. Die Entwicklerinnen und Entwickler von einem System sind oft nicht repräsentativ für die typischen Benutzerinnen und Benutzer eines Systems, weil sie ganz einfach viel zu viel über das Produkt wissen, weil sie wahrscheinlich auch ein viel mehr technisches Fachwissen mit sich bringen und generell Erfahrung im Umgang mit technischen Systemen und mit Computern. Und auch, weil sie natürlich nur ihre eigene Perspektive vertreten können und quasi an ihren eigenen Ansichten festhalten, obwohl die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf alle anderen Menschen zutreffen und nicht auf alle anderen Menschen generalisierbar sind. Und deshalb ist diese Ebene, wo quasi die Entwicklerinnen und Entwickler das Produkt verstehen, wo sie es kennen, wo sie ein Bild davon haben, eine sehr gefährliche, weil man eben, glaube ich, sehr leicht einen Fehler machen kann, zu glauben, man braucht sich mit den Benutzerinnen und Benutzern jetzt nicht speziell auseinandersetzen, man braucht keine User Research zu betreiben, man muss nicht User-Centered Design machen, weil man kennt das Produkt und deswegen kann man sich das sparen. Und das ist, glaube ich, ein riskanter Trugschluss, weil man eben nicht unbedingt von sich selbst auf andere Menschen schließen kann. Die dritte Ebene, die Jacob Nielsen dann beschreibt, auf der sich diese Kluft zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern und Benutzerinnen und Benutzern manifestieren kann, ist die, wo man quasi für eine komplett fremde Domäne etwas baut. Das bedeutet sehr häufig, dass man technische Lösungen, technische Systeme baut für sehr spezielle Zielgruppen, sehr häufig auch für kleine, beschränkte Zielgruppen, oft für gut ausgebildete Zielgruppen, also gut ausgebildete Benutzerinnen und Benutzer, die innerhalb ihrer Domäne die Experten sind, die quasi die Domänenexperten sind, die sehr spezialisierte Aufgaben unter Umständen damit erledigen wollen, die über ein Expertenwissen, über ein domänenspezifisches Expertenwissen verfügen und wo die Verwendung von diesen Systemen auch oft in einem unbekannten Nutzungskontext stattfinden kann. Und das ist eine Ebene, wo User-Centered Design, glaube ich, auf eine sehr offensichtliche Art und Weise nützlich und auch notwendig ist. Weil wenn man als Entwicklerin oder Entwickler beziehungsweise als Designerin oder Designer vor der Aufgabe steht, dass man jetzt eine Lösung für etwas baut, für eine Domäne baut, von der man selber überhaupt keine Ahnung hat und wo man keine Ahnung hat, was die Leute überhaupt machen wollen damit, welche Aufgaben die haben, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind, welchen Zweck das Ganze erfüllen soll, dann ist es, glaube ich, sehr offensichtlich und sehr unmittelbar notwendig, dass man natürlich zuallererst einmal mit den Benutzerinnen und Benutzern als Domänenexperten ins Gespräch kommt und sich mit denen auseinandersetzt und versucht,
möglichst viel von denen zu lernen, damit man überhaupt einmal quasi den Wissensstand erreicht, damit man mit der Konzeption und Entwicklung von so einem System oder von so einer Software beginnen kann. Das heißt, diese dritte Ebene, wo man eben für eine komplett fremde und oft auch für eine sehr spezielle, für eine vielleicht nicht leicht zugängliche Domäne Lösungen entwickeln soll, das ist eine Ebene, wo es, glaube ich, sehr offensichtlich ist, welchen Wert und welchen Nutzen User-Centered Design und Usability Engineering in so ein Softwareentwicklungsprojekt reinbringen können. Gut. So viel erstmal dazu. Also bei User-Centered Design geht es eben darum, etwas von den Benutzerinnen und Benutzern zu lernen. Und das ist auch eine der zentralen Charakteristika, eines der zentralen Merkmale von jedem User-Centered Design-Prozess. Bei User-Centered Design geht es darum, dass man früh im Design- und Entwicklungsprozess seinen Fokus auf die Benutzerinnen und Benutzer und auf die Aufgaben, die sie erledigen wollen, legen. Das heißt auch, dass man als User Researcher oder als Designer oder Designerin oder als Entwickler oder Entwicklerin auf die Menschen zugehen muss, dass man versuchen muss, mit ihnen in einen Dialog zu treten, dass man versuchen muss, möglichst viel von den Benutzerinnen und Benutzern zu lernen, damit man sie kennenlernt, damit man sie besser versteht. Das kann auch bedeuten, dass man in ihren Arbeitsalltag hineingeht, dass man sie bei der Arbeit beobachtet, quasi eine Art Job-Shadowing, wenn man so will. Und das bedeutet auch, dass es in der Regel notwendig ist, dass man die Benutzerinnen und Benutzer direkt in den Designprozess mit einbindet. Eine zweite wesentliche Eigenschaft oder ein zweites wesentliches Merkmal von User-Centered Design-Prozessen ist dann das Prinzip der empirischen Beobachtung, also quasi User Research, dass man eben empirisch etwas von den Benutzerinnen und Benutzern lernt. Das kann sein, indem man Interviews führt, das kann sein, indem man Fokusgruppen organisiert, das kann auch sein, dass man zum Beispiel Usability-Tests durchführt. Also ein Usability-Test ist natürlich auch eine Form von User Research, wo man eben potenzielle Benutzerinnen und Benutzer rekrutiert und zu sich holt und sie mit dem System arbeiten lässt, um etwas darüber zu lernen, einerseits wie die Menschen arbeiten und andererseits wo sie Probleme haben, wo Fehler auftauchen und wie man die ausbessern könnte. Das heißt, dieser Aspekt User Research und empirische Beobachtung ist auch eine ganz wesentliche Eigenschaft und ein ganz wesentliches Merkmal von solchen User-Centered Design-Prozessen. Und das dritte wesentliche Merkmal von solchen User-Centered Design-Prozessen ist dann iteratives Design. Und diesem Prinzip oder diesem Merkmal des iterativen Designs liegt ganz einfach die Annahme zugrunde oder die Erkenntnis zugrunde, dass man im Vorhinein nie alles voraussehen kann, dass man im Vorhinein nie alle Probleme vorhersehen kann und dass es während Design und Entwicklung von einem Softwareprojekt oder von einem technischen System immer wieder zu Überraschungen, zu unvorhergesehenen Dingen und auch zu Problemen kommen kann. Und dass es deshalb notwendig ist, dass man sich auch während Design und Entwicklung von einem System quasi genug Flexibilität bewahrt, dass man auf diese Überraschungen und auf diese unvorhergesehenen Probleme reagieren kann. Und deshalb eben auch dieses Prinzip des iterativen Designs, wo man sich eben diese Flexibilität bewahrt, wo man eben sagt, wenn Überraschungen auftreten, dann reagieren wir darauf und wir adaptieren das System, an dem wir arbeiten, wir verbessern es iterativ, damit am Ende eben das bestmögliche Resultat dabei herauskommt. Und damit man eben quasi auch während Design und Entwicklung noch Fehler und Probleme beheben kann. Und wenn man dieses Prinzip von iterativem Design jetzt vergleicht mit einem typischen Vorgehensmodell aus der Softwareentwicklung, das Sie wahrscheinlich kennen, wie dem Wasserfallmodell. Also ich vermute mal, das Wasserfallmodell ist ein Softwareentwicklungsmodell, das Ihnen schon mal untergekommen ist im Rahmen Ihres Studiums, vielleicht im Zusammenhang mit Projektmanagement oder im Zusammenhang mit Software Engineering. Und falls nicht, oder zur Wiederholung, das Wasserfallmodell ist eben ein klassisches Softwareentwicklungsmodell bzw. Entwicklungsprozess, der rein sequenziell, rein linear verläuft und sich typischerweise in diese Phasen gliedert, die Sie hier sehen.
Zu Beginn fängt man an mit der Requirements-Analyse, mit der Erhebung der Anforderungen, geht dann über in Design, Planung, Architektur. Wenn das Design fixiert ist, dann geht man weiter in die Implementierungsphase, wo man quasi das System tatsächlich realisiert, wo man Code schreibt, wo man Code produziert, wo man das Ganze dann quasi implementiert. Wenn das Ganze implementiert ist, geht es weiter in die Testphase, wo man sich anschaut, funktioniert das System korrekt? Funktioniert es so, wie es vorgesehen ist? Entspricht es den Spezifikationen? Und wenn quasi die Tests erfolgreich bestanden werden, dann ist man fertig, liefert das Ganze aus und geht in den Wartungsmodus über. Ein sehr altes Softwareentwicklungsmodell. Es ist, glaube ich, auch ein Softwareentwicklungsmodell, von dem man sagen kann, dass es heutzutage typischerweise eher als ein Negativbeispiel oder ein abschreckendes Beispiel für Softwareentwicklungsmodelle verwendet wird, werden Sie mir vielleicht zustimmen können. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein sehr bekanntes Softwareentwicklungsmodell, das die meisten Leute kennen. Und das große Problem von diesem Wasserfallmodell, wie man es jetzt hier sieht, ist eben, dass es ein rein sequenzielles, lineares Modell ist, bei dem in der ursprünglichen Form eigentlich nicht mal vorgesehen war, dass man von einer Phase in eine frühere Phase zurückkehren kann. Man kann das Ganze natürlich aufweichen, weniger konsequent betrachten und dann schon eben, wie es hier auch mit den gestrichelten Linien angedeutet ist, sagen, man kann vom Coding auch wieder ins Design zurückgehen oder so. In der ursprünglichsten oder in der pursten Ausprägung ist dieses Modell eigentlich so gedacht, dass es quasi kein Zurück gibt. Es geht immer nur phasenweise einen Schritt nach vorne. Und das Problem bei diesem Modell ist jetzt aus Sicht des User-Centered Designs oder des Usability Engineerings, dass eigentlich die Benutzerinnen und Benutzer bei diesem Vorgehensmodell nur, also während weiten Teilen des Entwicklungsprozesses überhaupt nicht eingebunden. Und wenn es etwas Unvorhergesehenes gibt, wenn Probleme auftreten, dann kommt man erst sehr spät drauf. Das heißt, das ist quasi ein Modell, das unter der Prämisse operiert, dass man keine Fehler macht und dass man im Vorhinein schon alles weiß und alles richtig vorhersieht. Und das bedeutet natürlich auch, dass das ein sehr starres Modell ist, bei dem Fehler und Probleme in späten Phasen sehr teuer und sehr zeitaufwendig zu beheben sein können. Und das führt natürlich auch zu einem höheren Projektrisiko dann. Passend auch in dem Zusammenhang eine Grafik, die Sie wahrscheinlich auch schon mal in einer anderen Lehrveranstaltung gesehen haben. Ich glaube, das ist sowas als Informatikstudent oder Informatikstudentin ist das, glaube ich, ein Bild, das kommt einem während dem Studium wahrscheinlich mindestens dreimal unter. Aber ich finde, das ist ein lustiger Cartoon und er ist sehr passend zum Thema, wo man eben sieht, wie leicht man quasi in der Vorstellung davon, wie ein System ausschauen soll, abweichen kann von dem, was eigentlich tatsächlich gebraucht wird. Also man sieht das ja schön in dem ersten Bild links oben. Das ist das, was der Kunde oder der Auftraggeber beschrieben hat. Der Projektleiter versteht etwas, der Analyst oder die Analystin gestaltet dann etwas, schleichen sich weitere Missverständnisse ein. Die Entwickler und Entwicklerinnen setzen dann wieder was komplett anderes um. Die Consultants und die Marketingabteilung vermarkten etwas komplett anderes und so weiter. Also einfach Missverständnisse von einer Rolle im Projekt oder von einer Abteilung zur nächsten. Und im Endeffekt kommt man dann quasi drauf, das ist überhaupt, glaube ich, der wichtigste Punkt in diesem Cartoon, wenn man nach rechts unten schaut. Das, was der Kunde oder die Kundin eigentlich wollte, entspricht noch nicht einmal dem, was sie eigentlich zu Beginn beschrieben haben. Also viel, viel Raum für Missverständnisse, viel, viel Raum, dass man quasi sich während eines Entwicklungsprozesses von dem entfernt, was die Kundinnen und Kunden oder die Benutzerinnen und Benutzer eines Systems eigentlich tatsächlich brauchen. Und darin liegt eben auch die Gefahr, wenn man jetzt Benutzerinnen und Benutzer nicht in einen Entwicklungs- oder Designprozess einbindet. Und die Idee ist jetzt eben, dass User-Centered Design dabei helfen kann, dieses Problem oder dieses Risiko zu minimieren, indem man eben Benutzerinnen und Benutzer möglichst direkt und während des gesamten Entwicklungsprozesses in den Entwicklungsprozess mit einbezieht. Und dieses Prinzip des User-Centered Designs rennt ungefähr so ab, wie Sie es hier auf der Folie sehen, lässt sich im Großen und Ganzen in vier Phasen gliedern. Zuallererst einmal, dass man versteht, in welchem oder für welches Umfeld
man das Produkt oder das System gestaltet, also quasi den Kontext, dass man den Kontext versteht, in dem das System zum Einsatz kommen soll, dass man sich ein Bild davon macht, wer sind die Benutzerinnen und Benutzer, was ist die Zielgruppe von dem System, in welchem Umfeld arbeiten die, welche Aufgaben wollen die damit erledigen, dass man dann konkreter darauf aufbauend die Requirements, also die Anforderungen ans System spezifiziert, also konkrete Anforderungen spezifiziert, auf Basis der Requirements konkrete Lösungsansätze, konkrete Lösungsvorschläge, Designentwürfe, Konzepte und so weiter ausarbeitet und diese Lösungsentwürfe, diese Konzepte, diese Designentwürfe dann evaluiert in Relation zu den zuvor spezifizierten Requirements. Also vier Phasen. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass diese vier Phasen, die Sie hier sehen, eben nicht nur einmal sequenziell durchlaufen werden sollen, sondern dass das ein zyklisch iterativer Prozess ist. Das heißt, dieser User-Centered Design-Zyklus mit diesen vier Phasen, wie Sie ihn hier sehen, der wird idealerweise nicht nur einmal durchlaufen, sondern der wird in mehreren Iterationen mehrmals durchlaufen. Und man sieht ja auch sehr schön Zurückpfeilchen hier. Man kann auch von einer Phase zu einer anderen Phase zurückspringen. Also man kann zum Beispiel auch von der Evaluierung des Designs zu den Requirements zurückhüpfen oder man kann zum Beispiel in der Ausarbeitung von Designvorschlägen zu den Requirements zurückkehren oder man kann von der Requirements-Phase in die erste Recherche-Phase zurückkehren, wenn man feststellt, man weiß noch nicht genug, um jetzt die Requirements definieren und festhalten zu können. Und das ist eben ein klassischer User-Centered-Design-Prozess, so wie er eben auch in der ISO-Norm 9241-2010 beschrieben ist. Und wichtig ist in dem Zusammenhang aber auch zu betonen, dieser User-Centered-Design-Prozess, wie Sie ihn hier auf der Folie sehen, das ist als Design-Prozess zu verstehen und es ist kein Softwareentwicklungsmodell, sondern ein Designmodell. Das heißt in der Praxis auch, dass man als Projektmanager in einem Softwareentwicklungsprojekt vor der Herausforderung steht, dass man sich selber quasi überlegen muss, wie kann ich dieses Designmodell, wie kann ich diesen User-Centered-Design-Prozess jetzt in mein Softwareentwicklungsmodell integrieren? Wie kann ich die quasi zusammenfügen? Wie kann ich die zusammenstutzen? Und das ist auch etwas, da möchte ich Ihnen nachher noch ein bisschen drauf zurückkommen. Das heißt, dieses iterative Modell muss an die Gegebenheiten des Softwareentwicklungsprozesses angepasst und integriert werden. Wobei einzelne Phasen sich sicher gut in korrespondierende Phasen im Softwareentwicklungsprozess integrieren lassen. Man muss das Ganze aber immer trotzdem differenziert behandeln. Und was man auch dazu sagen muss, für jede von diesen Phasen in diesem User-Centered Design Vorgehensmodell, das Sie hier sehen, gibt es grundsätzlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Methoden, die man je nach Projektumfeld und je nach Projektgröße passend wählen muss, passend wählen sollte. Und man muss auch dazu sagen, dieser ISO-Standard, also diese ISO-Norm 9241-210, die macht selbst keine konkreten Vorschriften oder Empfehlungen, welche Methoden in welcher dieser Phasen zur Anwendung kommen sollen. Das heißt, das ist auch etwas, was man sich wieder selber überlegen muss, welche Methoden in welcher dieser Phasen passend sind und zur Anwendung kommen können. Wenn man jetzt so einen iterativen Prozess wie diesen User-Centered-Design-Prozess vergleicht mit ganz linearen Prozessen wie eben dem Wasserfallmodell, das wir vorher schon kurz gesehen haben, dann haben diese rein linear-sequentiellen Prozesse sehr häufig den Ruf, wenn man so will, oder die werden häufig so wahrgenommen, dass das sehr disziplinierte Vorgehensmodelle sind, während iterative oder inkrementelle Prozesse, wie eben zum Beispiel agile Softwareentwicklungsmethoden oder eben auch User-Centered Design, oft ein bisschen mit dem Ruf zu kämpfen haben, oder heutzutage nicht mehr, aber früher hatten sie eine Zeit lang mit dem Ruf zu kämpfen, dass sie recht chaotisch sind, weil sie eben nicht diese Planbarkeit versprechen oder diese Planbarkeit suggerieren, die man typischerweise bei einem linearen Prozessmodell bekommt. Das Problem ist jetzt, dass diese Planbarkeit, also diese Disziplin, die den linearen Prozessen anhaftet, die denen unterstellt wird, dass das etwas ist, was in der Theorie natürlich gegeben ist, aber in der Praxis sehr häufig auseinanderfällt. Weil diese Planbarkeit, wie vorhin schon gesagt, die hängt natürlich davon ab, dass man in der Planung keine Fehler macht
Aber sobald man Fehler in der Planung macht, fällt natürlich die Vorhersage und die Planung auseinander. Das heißt, diese linearen Prozesse, die sind eigentlich sehr zerbrechlich, die sind sehr fragil. Da kann man sagen, die sind nicht sehr robust gegenüber Geschehnissen, die man eben nicht erwartet und die man nicht vorhersieht. Und deshalb verlieren die, glaube ich, kann man durchaus sehr allgemein behaupten, in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Also in den letzten Jahren, auch in der Softwareentwicklung, kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen, diese linearen Prozesse wie das Wasserfallmodell, die werden eben eher als Negativbeispiel heutzutage gehandhabt, während moderne Entwicklungsprozesse typischerweise agil sind, dass man eben versucht, flexibel auf unvollständige oder sich ändernde Anforderungen zu reagieren, indem man eben iterativ oder inkrementell arbeitet. Jetzt denken Sie sich vielleicht, oder jetzt klingt das vielleicht so, okay, das scheint jetzt so, als ob User-Centered Design und agile Softwareentwicklungsmethoden etwas sind, was gut zusammenpasst, was sich gut integrieren lässt, was man gut miteinander kombinieren kann. Also dass zum Beispiel Scrum oder User-Centered Design gut zusammenpasst. In der Praxis ist das aber gar nicht so einfach, beziehungsweise hat sich über die Jahre hinweg gezeigt, dass das gar nicht so einfach ist und dass da durchaus gewisse Reibungsflächen gibt. Und der Hauptgrund ist der, dass agile Softwareentwicklungsmethoden wie eben zum Beispiel Scrum in der Regel die inkrementelle Weiterentwicklung von einem Softwareprojekt bevorzugen oder fördern oder forcieren, wenn man so will. Das heißt, die Idee hinter Scrum oder agiler Softwareentwicklung ist sehr häufig, dass man sagt, ich baue eine Teilkomponente von meinem System, so wie diese Hauptstraße hier in dem Zweierbild. Und wenn ich damit fertig bin, das wäre jetzt quasi ein Sprint, wenn ich damit fertig bin, dann baue ich im nächsten Sprint die nächste Seitenstraße, wo ich dann den nächsten Wolkenkratzer anschließe. Und wenn ich damit fertig bin, dann baue ich im nächsten Sprint die dritte Seitenstraße und danach ist quasi das Straßenkreuz, das Straßennetzwerk komplett und alle Leute, die in der Nachbarschaft wohnen, kommen nach Hause. Auf jeden Fall, dass man eben das Gesamtsystem, das man baut, in Teilkomponenten runterbricht und dass man versucht, im Zuge der Entwicklung inkrementell Teile zu bauen und zu realisieren und zu implementieren, aber gleichzeitig versucht, Überarbeitungen der einzelnen Teile möglichst zu vermeiden, weil das quasi ein Effizienzverlust, Reibungsverlust in der Entwicklung wäre. Und demgegenüber ist aber User-Centered Design in der Regel nicht inkrementell, sondern idealerweise iterativ. Also es schreit nach Iterationen. Und das bedeutet eben, dass man quasi anfängt mit einem Rohentwurf, mit einem rohen Artefakt, mit einem groben Prototypen und dass man sich nicht davor scheut, den zu überarbeiten, dass man den verfeinert, dass man den verbessert und so weiter. Also auch wieder finde ich sehr schön in der Grafik dargestellt, da fängt man eben nicht damit an, dass man zuerst die Hauptstraße baut und dann die Nebenstraßen, sondern man baut zuallererst oder man macht zuallererst einfach mal einen Kiesweg, der alle Häuser miteinander verbindet und dann befestigt man den ein Stück weit weiter und in der letzten Iteration wird das Ganze ausasphaltiert. Also nicht das stückweise Runterbrechen in Teilkomponenten, sondern quasi eher das Abbilden des Gesamtsystems, des Endresultats, wie es rauskommen soll, in einem niederen Detailgrad oder in einer gröberen Form und dass man diesen Entwurf dann iterativ sukzessiv verfeinert, überarbeitet, verbessert und so weiter. Und an dem Punkt entsteht, glaube ich, diese größte Reibungsfläche zwischen User-Centered Design und agiler Softwareentwicklung. Und das ist auch etwas, was durchaus Probleme verursacht hat oder wahrscheinlich auch heute noch verursacht, wenn es darum geht, dass man jetzt User-Centered Design in agile Softwareentwicklungsprojekte reinträgt. Also wie gesagt, der verbreitete Ansatz, wenn man jetzt Agile Software Development und User-Centered Design kombinieren möchte, ist einer, den Sie hier auf der Folie zusammengeführt sehen. Das ist quasi drei Prinzipien, die da zusammenwirken. Zuallererst einmal Little Research and Design Upfront, damit ist gemeint, zu Beginn nur ein Minimum User Research und Design Aktivitäten, die quasi in diesem hier rechts dargestellten Cycle Zero oder Sprint Zero, könnte man auch dazu sagen, stattfinden, wo man quasi das Minimum an notwendiger Design und Research-Vorbereitung betreibt, damit man quasi den Startschuss für das Projekt setzen kann. Und danach die Aufteilung in zwei Parallel Tracks, wie man es auch wieder hier rechts in der Grafik sieht, einen Engineering- oder einen Development-Track und einen Design-Track. Und
diese zwei Tracks, die laufen eben parallel nebeneinander und sind ineinander verwoben nach dem Prinzip One Sprint Ahead. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass die Designerinnen und Designer oder die Researcher im ersten Sprint quasi Entwürfe ausarbeiten für den Development Sprint 2 oder Development Cycle 2, zusätzlich bereits in diesem Design Sprint 1 die Inputs und Requirements und notwendigen Daten und Hintergrundinfos für die Planung vom Development Sprint 3 erheben und dass quasi zeitverzögert im Entwicklungstrack die Entwicklerinnen und Entwickler jeweils das Design aus dem vorhergehenden Design Sprint implementieren. Und wenn es dann Design-Artefakte aus dem Entwicklungstrack gibt, dann ist es quasi im Design-Track wieder die Aufgabe der User-Researcher und der Designerinnen und Designer, dass sie den Entwurf aus dem vorhergehenden Entwicklungssprint evaluieren. Also quasi Design für die nächste Entwicklungsphase, Research für die übernächste Entwicklungsphase und Evaluierung der vorhergehenden Entwicklungsphase, die da in jedem von diesen Sprints, in diesem Design-Track stattfinden sollen. Und ja genau, was ich jetzt noch zu Beginn vergessen habe, was ich besser zu Beginn erwähnen hätte sollen, aber ich hole es jetzt nach. Und dass man eben ganz zu Beginn eben in diesem allerersten Entwicklungssprint, dass man da sagt, die Entwicklerinnen und Entwickler sollen in diesem allerersten Entwicklungssprint sich zuallererst auf Funktionen technischer Natur oder auf Komponenten des Systems konzentrieren, die jetzt nicht mit Benutzerinnen und Benutzer in Berührung kommen. Also so Geschichten wie Backend, DevOps und so weiter. Also Dinge, die man bauen kann, ohne dass man da jetzt irgendwie was, ohne dass das Komponenten sind, mit denen dann die späteren Benutzerinnen und Benutzer tatsächlich in Berührung kommen. Und das ist immer ein guter Ansatz, wie man eben User-Centered Design und Scrum oder agile Softwareentwicklung unter einen Hut bringen kann. Das bedeutet natürlich auch, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich eine sehr, sehr enge Verflechtung, die da stattfindet. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man das macht, dann ist es notwendig, dass man die Methoden so auswählt oder dass man die Methoden dahingehend adaptiert, dass man sie sehr schnell einsetzen kann, dass sie flexibel sind. Also wenn man sich denkt, der typische Scrum-Sprint dauert, glaube ich, normalerweise ungefähr 2 Wochen. Wenn Sie da 2 Wochen Zeit haben, um Design, Research und Evaluierung zu machen, da braucht man schon Methoden, mit denen man schnell ans Ziel kommt, wenn man so will. Das bedeutet eben auch, dass man schauen muss, einerseits schnelle Methoden auszuwählen, flexible Methoden, dass es oft auch notwendig ist, informell vorzugehen, dass man also keinen rigoros durchgeplanten Usability-Test machen kann, sondern dass man vielleicht einen informellen, kleinen, qualitativen Usability-Test nur macht und dass man auch versucht, den Overhead möglichst gering zu halten, insbesondere auch dahingehend, dass man versucht, Kommunikation, direkte Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten am Entwicklungsprozess anstatt umfassender Dokumentation zu verwenden, weil sonst geht einfach auch wieder quasi das Tempo verloren und dann geht sich das quasi nicht aus, dass man das so eng verflochten vorantreiben und betreiben kann. Wenn Sie das Thema interessiert, kann ich Ihnen insbesondere auch diesen Artikel empfehlen, der hier auf der Folie verlinkt ist. Das ist quasi eine Sammlung von Best Practices und Tipps, wie man eben User-Centered Design in agilen Softwareentwicklungsprozessen verankern kann. Das sind auch noch ein paar Aspekte etwas detaillierter erklärt, als es jetzt aus dieser Grafik und aus dieser Folie herauslesbar ist. Gut. Was auch noch wichtig ist, wenn wir von User-Centered Design sprechen, und das ist, glaube ich, ein verbreitetes Missverständnis, also ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, oft oder leicht falsch verstanden wird, ist, User-Centered Design bedeutet nicht, dass die Benutzerinnen und Benutzer die Aufgabe der Designerinnen oder Designer übernehmen. Also das heißt nicht, dass man quasi als Designerin oder Designer die Verantwortung für Designentscheidungen abwälzt und von sich gibt und auf die Benutzerinnen und Benutzer abschiebt, sondern die Aufgabe der Benutzerinnen und Benutzer ist es ganz einfach, Daten zu liefern, Informationen zu liefern, auf deren Basis die Designerinnen und Designer gute und fundierte Designentscheidungen treffen können. Das heißt, es geht nicht darum, Designerinnen und Designer zu ersetzen und es ist vor allem auch nicht die Aufgabe der Benutzerinnen und Benutzer, Probleme zu lösen oder selber Designentwürfe zu liefern, sondern sie dienen quasi nur als Input, als Datenquelle, als Informationsquelle für die Designerinnen und Designer.
Ich finde, Jeffrey Seldman hat das auch immer recht schön und recht pointiert in einem Zitat auf den Punkt gebracht. Jeffrey Seldman, ein recht bekannter Webdesigner, kennen Sie vielleicht. No amount of data analysis can make up for a lack of talent. Am Ende vom Tag liegt es trotzdem noch immer an den Designerinnen und Designern von einem System, dass sie gute Lösungen konzipieren und gute Lösungen entwickeln. Was in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant und wichtig ist, dass man auch nicht unbedingt immer davon ausgehen kann, dass alles, was einem die Benutzerinnen und Benutzer im Rahmen von User Research sagen oder alles, was man da mitbekommt, dass nicht alles von denen immer absolut richtig ist. Weil es ist ganz einfach oft so, dass Menschen, es ist, sagen wir jetzt mal, technische Laien, Leute, die sich jetzt nicht selber mit Softwareentwicklung in einer professionellen Kapazität auseinandersetzen, die kennen zum Beispiel oft ganz einfach die technischen Möglichkeiten nicht. Und die wollen dann entweder zu viel, also die verlangen dann Dinge, die ganz einfach technisch nicht machbar sind, oder sie wollen vielleicht auch zu wenig, weil sie sich gar nicht vorstellen können, was alles möglich ist. Und Menschen sind im Allgemeinen auch sehr schlecht darin, sich in rein spekulative Situationen hineinzuversetzen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, sich auszumalen, ob sie ein fiktives neues Produkt verwenden würden, dann ist das immer sehr, sehr instabil, diese Vorhersagen und so weiter. Und deshalb muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was man jetzt quasi von dem Input oder von dem Feedback oder von den Informationen, die man von den Benutzerinnen und Benutzern bekommt, berücksichtigen soll und was nicht. Und in dem Zusammenhang habe ich mal ein sehr schönes Zitat gelesen von Neil Gaiman. Neil Gaiman ist ein Buchautor und Comicautor, kennen Sie vielleicht, recht erfolgreicher Fantasy-Autor. Und der hat mal in einem Interview, ist er mal in einem Interview gefragt worden, wie er mit Feedback von seinen Leserinnen und Lesern zu seinen Büchern umgeht. Und er hat etwas gesagt, wo ich mir gedacht habe, das passt hundertprozentig exakt auch zu Usability Engineering und User-Centered Design. Und er hat gesagt, when people tell you something's wrong or doesn't work for them, they are almost always right. And when they tell you exactly what they think is wrong and how to fix it, they are almost always wrong. Also wenn einem die Leute sagen, dass etwas nicht funktioniert, dass etwas nicht passt, dann haben die Leute damit fast immer recht. Und wenn sie einem sagen, wieso etwas nicht funktioniert und was man anders machen sollte, dann haben sie damit fast immer Unrecht. Und auch wenn Neil Gaiman da als Buchautor gesprochen hat und quasi über das Schreiben gesprochen hat, das ist meiner Erfahrung nach lässt sich das auch hundertprozentig auf Usability Engineering und auf User Research übertragen. Was ich zum Schluss noch sagen möchte, wenn wir von User-Centered Design sprechen, ist, glaube ich, auch darüber zu sprechen, wo die Grenzen von User-Centered Design liegen. Weil ich glaube, man muss auch einräumen und man muss auch dazu sagen, User-Centered Design ist etwas, was nicht dazu geeignet ist, um jetzt radikale Innovation, große technologische Durchbrüche oder Grundlagenforschung zu ermöglichen. Das ist auch so was, das findet sich sehr schön ausgedrückt, finde ich, in diesem Zitat von Henry Ford, dem Automobilbauer, Automobilerfinder. Der hat über die Erfindung des Automobils dann rückblickend einmal gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie mir gesagt, sie wollen ein schnelleres Pferd. Das ist auch so ein Beispiel dafür, für diese mangelnde Vorstellungskraft der Menschen. Denn wenn ich noch nie in meinem Leben ein Auto gesehen habe, dann tue ich mir natürlich schwer, mir vorzustellen, wie so ein Auto ausschaut, sondern dann verlange ich einfach nur ein schnelleres Pferd. Und genauso ist es, glaube ich, eben, oder ich glaube, das bringt es ja schön zum Ausdruck eben, diese Grenzen von User-Centered Design. Es ist schlecht dazu geeignet, um auf wirklich neuartige Dinge draufzukommen, die sich quasi dem Vorstellungshorizont, die sich der Vorstellungsfähigkeit der Menschen entziehen. Und deshalb ist es eben nicht unbedingt etwas, was wahnsinnig hilfreich dabei ist, dass man jetzt komplett neuartige Produkte, komplett neuartige Ideen, komplett neuartige Konzepte entwickelt. Das ist, wie gesagt, glaube ich, schlecht geeignet für radikale Innovation. Es ist kein Ersatz für Grundlagenforschung und technische Durchbrüche. Aber auf der anderen Seite, es ist eben sehr gut geeignet für eine inkrementelle bzw. iterative wäre das bessere Wort an der Stelle. Es ist gut geeignet für eine iterative Verbesserung von Systemen bzw. für die Einarbeitung in eine unbekannte Problemdomäne. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass erfolgreiche Produktentwicklung ja in der Regel mehr
iterative Verbesserung als radikale Innovation ist. Weil das Automobil, das gibt es jetzt seit über 100 Jahren, das war ein technischer Durchbruch, wenn man so will. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein positiver technischer Durchbruch, aber auf jeden Fall ein technischer Durchbruch, der das 20. Jahrhundert sehr maßgeblich geprägt hat. Und seither wird aber natürlich seit über 100 Jahren iterativ an diesem Konzept des Automobils weitergearbeitet und weiter verbessert und überarbeitet. Also wenn Sie ein Auto im Jahr 2020 vergleichen mit einem Auto aus dem Jahr 1920, da liegen natürlich Welten dazwischen. Und das ist ja nur ein Beispiel für iterative Verbesserungen und nicht für radikale neue Innovationen. Das heißt, ich glaube, im Endeffekt braucht es beides. Es braucht einerseits die Grundlagenforschung, es braucht technologische Durchbrüche und auf der anderen Seite braucht es aber ergänzend dazu auch User-Centered Design, um diese technologischen Durchbrüche auch in eine Form zu bringen, wo man es quasi, wie sagt man, gebrauchstauglich, wenn man so will, benutzbar und gebrauchstauglich und geeignet für Menschen da draußen machen kann. Gibt es auch einen recht schönen Artikel zu dem Thema, falls es Sie interessiert, von Donald Norman, der da auch einmal drüber reflektiert hat, über die Grenzen von User-Centered Design. Insofern auch ganz interessant, weil Donald Norman einer der Menschen oder einer der Wissenschaftler ist, der selbst in den 80er Jahren den Begriff des User-Centered Designs mit erfunden und mitgeprägt hat und gleichzeitig aber eben auch bereit ist oder gewillt ist, sich mit den Grenzen von dem Ganzen auseinanderzusetzen. Gut, soviel zum ersten Teil der Vorlesung heute und also zu Usability Engineering, Lifecycle und User-Centered Design. Und wie eingangs schon erwähnt, möchte ich aber auch noch ein bisschen darüber sprechen, über Usability Engineering als Erfolgsfaktor für Softwareentwicklungsprojekte. Ist eher ein Thema, das jetzt auch schon durchgeklungen ist, zumindest in der letzten Stunde, aber wo ich noch ein bisschen mehr jetzt darauf eingehen möchte. Und ich möchte mir vor allem auch anschauen mit Ihnen, wie Usability Engineering zum Erfolg oder zum Scheitern von Softwareentwicklungsprojekten beitragen kann. Und ich möchte mir auch anschauen, welchen Nutzen das Ganze bringt, vor allem auch, wie man Kosten und Nutzen von Usability Engineering Aktivitäten abschätzen kann und wie viele Ressourcen das Ganze braucht und wie viel man am Ende dann quasi an Mehrwert rausbekommt. Zuallererst einmal kann man sagen, dass Usability Engineering, glaube ich, ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für Erfolg oder Scheitern von Softwareentwicklungsprojekten ist, ganz einfach aus dem Grund, weil Usability Engineering etwas ist, wo es darum geht, dass man Benutzerinnen und Benutzer möglichst direkt in einen Entwicklungsprozess einbindet und sie daran teilhaben lässt. Und in der Praxis ist es so, dass sehr häufig einer der Hauptfaktoren, der zu Erfolg oder Scheitern von Softwareprojekten beiträgt, darin besteht, ob jetzt Benutzerinnen und Benutzer in den Prozess eingebunden werden. Es gibt seit vielen, vielen Jahren jährlich einen Bericht von einer Gruppe, die heißt Standish Group, das ist so was wie eine Consulting-Gruppe oder Think Tank, wenn man so will, die sich eben Jahr für Jahr anschauen, welche Aspekte dazu beitragen, dass Softwareprojekte scheitern oder erfolgreich sind, beziehungsweise auch in welchem Ausmaß sie scheitern. Und was man dabei sehr schön feststellen kann, wenn man sich diese Chaos Reports heißen, die anschaut, einer der führenden Faktoren, nicht in jedem Jahr der Nummer-1-Faktor, aber immer wieder einer der führenden Faktoren für den Erfolg von Softwareprojekten ist ganz einfach User Involvement, also die Einbindung von Benutzerinnen und Benutzern. Und auf der anderen Seite drei Faktoren, die immer ganz, ganz maßgeblichen Einfluss darauf haben, ob ein Projekt scheitert oder ob es zu Verzögerungen kommt oder ob ein Projekt zu teuer wird, sind mangelnder User Input, unvollständige Requirements und Spezifikationen beziehungsweise sich ändernde Requirements und Spezifikationen. Und das sind eben drei Faktoren, drei Challenging Factors, bei denen User-Centered Design und Usability Engineering ganz konkret Abhilfe schaffen kann, weil es eben darum geht, die Benutzerinnen und Benutzer möglichst unmittelbar und direkt in den Entwicklungsprozess einzubinden, weil sie darauf abzielen, dass man eben die Anforderungen und die Fähigkeiten und Wünsche der Menschen möglichst gut und vollständig versteht,
Beziehungsweise auch, weil eben in diesem Prinzip des User-Centered Designs inhärent diese Idee der iterativen Überarbeitung verankert ist, was natürlich auch etwas ist, was dabei helfen kann, mit sich ändernden Requirements und Spezifikationen umzugehen. Und diese Faktoren, mangelnder User-Input, unvollständige Requirements, sich ändernde Requirements, das ist, glaube ich, auch etwas, was Sie sicher schon mal gehört haben, wieso die so gravierend sind oder wieso die so ein großes Problem für Softwareprojekte darstellen können, weil eben die Kosten von Softwarefehlern immer mehr steigen, je weiter ein Softwareentwicklungsprojekt vorangeschritten ist. Also das ist eine Grafik aus einem Paper von Falk aus den 90er Jahren, der da eben postuliert oder beschreibt, dass ein Fehler, der in der Anforderungsphase von einem Projekt gefunden und ausgebessert werden kann, ungefähr 100 bis 200 Mal billiger ist als derselbe Fehler, wenn man ihn erst im Betrieb feststellt und ihn quasi im laufenden Betrieb ausbessert. Und man sieht ja so schön, je später man quasi auf die Fehler und auf die Probleme draufkommt, desto teurer und desto ressourcenintensiver wird es eben, dass man diese Fehler auch ausbessern kann. Und Usability Engineering und User-Centered Design als projektbegleitende Aktivitäten, die sollen eben ganz gezielt auch dabei helfen, dass man auf Fehler und auf Probleme möglichst früh draufkommt. Und insofern ist einer der Vorteile von Usability Engineering, wo sich jetzt eben auf den Nutzen in Relation zu den Kosten niederschlägt, sicherlich, dass man eben Designänderungen oder auch Änderungen in der Implementierung in späten Entwicklungsphasen reduzieren kann. Darüber hinaus aber auch noch andere Vorteile, die einen Nutzen bringen können, wie eben zum Beispiel die Verringerung von Trainingskosten, die Verringerung von Kosten für den Support von einem System, das man verkauft oder das man anbietet, Verringerung der Fehler der Benutzerinnen und Benutzer, beziehungsweise eine Steigerung der Produktivität der Benutzerinnen und Benutzer und zu guter Letzt auch natürlich positive Publicity, positive Reviews und zufriedene Kundinnen und Kunden, die dann natürlich auch eher geneigt sind, dass sie weitere Systeme vom selben Hersteller kaufen oder die dann auch eher geneigt sind, dass sie einem Produkt quasi die Treue halten und dann vielleicht die nächste Version kaufen oder ein Upgrade kaufen oder einen Service abonnieren und jeden Monat dafür zahlen und so weiter. Das Problem ist jetzt, dass es in der Praxis relativ schwer ist, den Return on Investment von Usability Engineering exakt vorherzusagen. Er ist schwer formalisierbar, beziehungsweise ist es auch so, dass es in der Praxis schwierig ist, jetzt ganz isoliert zu sagen oder exakt zu sagen, das isoliert zu betrachten, wenn ich 100 Euro in Usability Engineering investiere, wie viel kriege ich dann am Ende tatsächlich raus? Es gibt da verschiedene Ansätze, damit man sich zumindest ein ungefähres Bild davon machen kann, wie viel Nutzen, auch wie viel finanziellen oder wie viel monetären Nutzen man jetzt aus Usability Engineering ziehen kann. Und ein Ansatz ist eben das Argument der reduzierten Entwicklungskosten, wie vorhin schon gesagt. Je früher man auf Probleme und Fehler draufkommt, desto billiger ist es, diese Fehler auszubessern. Und deshalb kann man sagen, dass Usability Engineering, oder deshalb kann man in der Literatur lesen, dass man davon ausgehen kann, dass Usability Engineering das erfolgreich daran ist, Fehler früher zu finden, dabei helfen kann, dass man einen 10- bis 100-fachen Return on Investment rausbekommt, weil es eben so viel billiger ist, Fehler früher zu beheben, als wenn man sie erst später findet und erst später beheben kann. Das ist aber natürlich eine relativ abstrakte und relativ theoretische Herangehensweise, um diesen Return on Investment von Usability Engineering jetzt zu beschreiben. Wird auch wahrscheinlich von konkreten Projektumständen abhängen, wie viel man dann tatsächlich realisieren kann, beziehungsweise jetzt in der Praxis natürlich auch davon abhängen, wie früh man jetzt mit den Maßnahmen dahingehend erfolgreich ist, dass man Probleme findet. Ein anderer Ansatz, um den Return on Investment oder den Kosten-Nutzen von Usability Engineering zum Ausdruck zu bringen, ist, dass man sich anschaut, welchen Mehrwert oder welche Verbesserung kann durch das Redesign von einem bestehenden System erzielt werden, zum Beispiel anhand von den sogenannten Key Performance Indicators.
Und diese Key Performance Indicators, das sind eben ganz einfach Indikatoren für irgendeine relevante Metrik, die produkt- oder unternehmensspezifisch als wichtig eingestuft wird. Das heißt, diese Key Performance Indicators, die werden auch von Unternehmen zu Unternehmen und von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein. Für eine Intranet-Lösung wäre zum Beispiel wahrscheinlich eine gesteigerte Produktivität der Angestellten ein Key Performance Indicator. Für einen Online-Shop wäre ein höherer Anteil, also wenn ein höherer Anteil von Besucherinnen und Besuchern tatsächlich auch etwas kaufen, also die Conversion Rate von Besuchern in Käufer wäre ein Key Performance Indicator. Für ein soziales Netzwerk wie Facebook ist wahrscheinlich ein Key Performance Indicator die Anzahl der täglich aktiven Nutzer und die Zeit, die jeder Nutzer und jede Nutzerin pro Tag auf der Seite verbringt. Je mehr, desto besser. Also Sie sehen schon, je nachdem, wie das Produkt ausschaut, je nachdem, wie das Geschäftsmodell dahinter ausschaut, sind diese Key Performance Indicators dann auch immer relativ dazu abhängig davon zu definieren. Und Jacob Nielsen hat zwei ganz interessante Studien durchgeführt, was sich angeschaut hat über eine große, große Anzahl von Fallstudien oder über eine große Anzahl von Projekten, wo ein Redesign, ein Usability Redesign stattgefunden hat, wo sich angeschaut hat, wie sich die jeweiligen Key Performance Indicators von diesen Projekten verbessert haben, und hat da eben festgestellt bei seiner ersten Studie im Jahr 2002, dass diese Usability Engineering getriebenen Redesigns eine Verbesserung von 135% eben erbracht haben hinsichtlich der projektspezifischen KPIs. Und in einer zweiten Studie, dass sich noch immer, aber rückläufig, eine Verbesserung von 83% im Jahr 2008 ergeben hat. Das heißt, wenn man das vergleicht, die Studie von 2002 zu 2008, ganz interessant, man hat es quasi mit einem rückläufigen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu tun. Und Nielsen beschreibt auch eine ganz interessante Erklärung oder offeriert eine ganz interessante Erklärung auch für dieses Phänomen. Und er sagt eben, der Return on Investment im Jahr 2002 war deshalb so hoch, weil ganz einfach die Web-Usability, also die meisten von diesen Projekten waren Web-Projekte, weil ganz einfach die Web-Usability im Jahr 2002 so absolut katastrophal war. Also er bezeichnet quasi den Zeitraum von 1993 bis 2003 als die Lost Decade of Web Usability. Und dass es deshalb wahnsinnig leicht war, Verbesserungen zu erzielen, weil man quasi mit kleinen Änderungen, mit kleinen Verbesserungen schon wahnsinnig gute und große Resultate erzielen konnte. Und dass im Vergleich dazu, dass die Qualität der Web Usability sich im Jahr 2008 quasi so weit verbessert hat, dass quasi diese Easy Gains, diese Easy Wins, diese Low-Hanging Fruits, diese niedrig hängenden Früchte, alle schon abgeerntet waren, und dass deshalb im Jahr 2008 diese Verbesserung eben geringer war. Auf der anderen Seite argumentiert er aber auch, dass der Return on Investment trotzdem noch immer so gut ist, dass es sich noch immer lohnt, quasi ein Usability-getriebenes Redesign von so einem System voranzutreiben. Ich kenne leider keine aktuelleren Studien, die ähnliche Zahlen erhoben haben. Man kann aber, glaube ich, auch sagen, dass sich einerseits die Usability von Software und von technischen Systemen sich in den letzten 20, 30 Jahren enorm verbessert hat und dass so quasi industrieweit gesprochen wahrscheinlich die Usability heutzutage besser ist als früher. Dass gleichzeitig aber auch die Erwartungshaltung der Menschen enorm gestiegen ist und dass die Bereitschaft, sich mit schlechter Usability herumzuärgern und herumzuschlagen, gesunken ist. Das heißt, auch wenn es heutzutage vielleicht nicht mehr so viel Verbesserungspotenzial gibt, glaube ich, dass quasi die Investition in gute Usability heutzutage so unerlässlich ist, dass die als unumstritten vorausgesetzt wird von Benutzerinnen und Benutzern, dass es ganz einfach gar keine Frage ist, dass man Geld dafür in die Hand nehmen muss, dass man am Ende auch Systeme mit einer guten Usability baut und entwickelt. Ein dritter interessanter Ansatz, um dann jetzt noch Cost-Benefit von Usability Engineering zu veranschaulichen, ist oft auch ganz einfach die Verwendung von Erfolgsgeschichten, von Success Stories. Und eine ganz besonders bemerkenswerte Success Story habe ich Ihnen für die Folie hier rausgesucht. The 300 Million Dollar Button. Das ist eine Geschichte oder eine Anekdote von Jared Spool. Der betreibt seine eigene, sehr, sehr bekannte
Usability-Consulting-Firma seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten. Und der hat dann mal einen Artikel eben geteilt über ein Projekt, wo sie von einem großen Retailer, also von einem großen Einzelhandelsunternehmen beauftragt wurden, den Checkout-Prozess in ihrem Online-Store umzugestalten. Und dieser Checkout-Prozess, der hat ursprünglich so funktioniert, dass quasi jeder Kunde und jede Kundin, die in diesem Online-Store etwas kaufen wollte, sich registrieren und einen Account anlegen musste. Und das ist ja aus der Perspektive von dem Betreiber von so einem Online-Store eigentlich nicht ungewöhnlich oder fast zu erwarten, dass der sich das wünscht, weil als Betreiber von dem Online-Store denke ich mir natürlich, wenn die Kunden sich registrieren und wenn die einen Account anlegen, dann erhöht sich die Chance, dass die vielleicht nicht nur einmal was kaufen, sondern zwei, drei, viermal, dass sie quasi wiederkehrende Kunden werden, beziehungsweise kann ich dann ein Verhältnis zu diesen Kundinnen und Kunden aufbauen, kann denen E-Mail-Werbung schicken und weiß der Teufel was. Also da steht schon ein legitimes geschäftliches Interesse des Betreibers von so einem Online-Store dahinter. Und auf der anderen Seite haben dann eben diese Consultants, die diesen Checkout-Prozess sich angesehen haben, festgestellt, dass diese Registrierungspflicht, dieser Registrierungszwang aber wahnsinnig abschreckend war für die Kundinnen und Kunden von diesem Online-Shop. Weil eben viele Kundinnen und Kunden gesagt haben, ich will keine lebenslange Beziehung mit diesem Geschäft eingehen, sondern ich will einfach nur etwas kaufen. Das heißt, die haben einfach kein Interesse daran gehabt, sich da jetzt irgendwie zu binden und irgendwie das zu machen und haben dann eben, anstatt zu sagen, ich bestelle, also anstatt sich einen Account anzulegen, haben sie gesagt, ich bestelle überhaupt nichts, ich verzichte auf die Bestellung. Das hat sich eben zum Beispiel auch darin geäußert, dass viele Benutzerinnen und Benutzer oder viele Kundinnen und Kunden etwas in den Warenkorb gelegt haben und dann während des Checkout-Prozesses abgesprungen sind. Also das hat sich auch aus den Daten herauslesen lassen. Das zweite war aber auch, oder das zweite Interessante in dieser Analyse von dem Checkout-Prozess war aber auch, dass sich auch gezeigt hat, dass diese Registrierungspflicht, dieser Registrierungszwang auch nicht wahnsinnig gut geeignet war, um jetzt eine Kundenbindung herzustellen, weil viele, viele wiederkehrende Kunden haben ganz einfach bei jedem Bestellvorgang einen neuen Account angelegt. Warum auch immer. Vielleicht haben sie das Passwort vergessen oder vielleicht haben sie in der Zwischenzeit die E-Mail-Adresse gewechselt. Aber auf jeden Fall in der Auswertung von dieser Kundendatenbank haben sie dann festgestellt, dass es da teilweise Kunden gegeben hat, die 8 oder 9 oder 10 verschiedene Accounts in diesem System angelegt haben. Das heißt, diese ursprüngliche Absicht, da jetzt für eine Kundenbindung durch den Account zu sorgen, die ist eigentlich auch nicht wirklich aufgegangen. Und das Redesign hat dann eben so ausgesehen, dass man quasi diesen Checkout-Prozess so geändert hat, dass man den Kundinnen und Kunden gesagt haben, okay, ihr müsst keinen Account anlegen, gib hier einfach deinen Namen, deine Adresse, deine Kreditkartendaten ein und wir schicken dir das, was du haben willst. Und am Schluss haben sie auch noch gefragt, so, jetzt hast du eh deine Daten schon eingegeben, willst du vielleicht optional einen Account anlegen? Also es ist quasi ein optionaler Schritt im Bestellprozess geworden, dass man sich einen Account anlegt. Und das hat dann dazu geführt, dass quasi die Anzahl, also Sie sehen es eh hier im Text auf der Folie, die Anzahl an Kundinnen und Kunden, die etwas bestellt haben, ist um 45% gestiegen. Die zusätzlichen Einkäufe haben den Umsatz um 15 Millionen im ersten Monat erhöht und im ersten Jahr hat das Ganze den Umsatz von diesem Online-Shop um 300 Millionen Dollar erhöht. Also das sind schon ziemlich, ziemlich kolossale Verbesserungen, wenn man so will. Man muss natürlich aber auch immer, wenn man diese Success-Stories, diese Erfolgsgeschichten sich anschaut, ein bisschen vorsichtig sein. Also die sind nützlich und interessant als exemplarische Beispiele, die sind auch sehr plakativ und anschaulich, wenn man jetzt jemanden überreden oder überzeugen will, dass Usability Engineering Geld bringen kann. Sie sind aber nüchtern betrachtet natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil erstens ist es natürlich so, dass diese Ergebnisse nicht zwangsläufig verallgemeinerbar sind. Nur weil das jetzt, weil diese Lösung jetzt für diesen einen Online-Shop funktioniert hat, heißt das nicht, dass das jetzt auch für jeden anderen Online-Shop funktioniert. Beziehungsweise muss man natürlich auch die Größenordnungen, in denen das stattfindet, im Auge behalten. Man muss auch dazu sagen, dieser Retailer, um den es da in diesem Fallbeispiel geht, er wird leider namentlich nicht erwähnt, aber es wird erwähnt, es handelt sich um einen Retailer mit einem Jahresumsatz von 25 Milliarden US-Dollar. Und gemessen an diesen 25 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz sind 300 Millionen natürlich auch nur ein bisschen mehr als 1%.
Und dementsprechend auch, wenn man so, solche Maßnahmen, solche Usability Engineering Maßnahmen jetzt dort setzt, wo viele, viele Menschen, viele Benutzerinnen und Benutzer damit in Berührung kommen, dann ist natürlich der Effekt, den man damit erzielen kann, auch viel, viel größer. Wenn Sie einen Online-Store haben mit einem Umsatz von 10.000 Euro im Jahr, dann werden Sie keine Verbesserung von 300 Millionen Euro erzielen können, das ist eh klar. Und außerdem ist es natürlich auch so, das, was für ein bestimmtes System funktioniert, bedeutet nicht unbedingt, dass dieselben Maßnahmen automatisch auch für jedes andere System funktionieren. Das heißt, man muss diese Dinge auch immer, also man muss diese Dinge wirklich als Einzelfälle betrachten und man sollte nicht versuchen, da jetzt irgendwie zu viel hineinzulesen und zu sagen, nur weil es in dem Einzelfall funktioniert hat, wird es auch für alle anderen Online-Stores und alle anderen Online-Shops genauso funktionieren, analog funktionieren. Gut, jetzt habe ich ein bisschen versucht zu reden über Return on Investment, Kosten und Nutzen von Usability Engineering. Vielleicht aber auch noch ganz interessant, bevor wir von Kosten zu Nutzen sprechen, dass wir uns vielleicht auch noch ein bisschen anschauen, die Kosten oder die Aufwände, die typischerweise in User Experience und Usability-Themen investiert werden. Und da gibt es auch eine ganz interessante Umfrage, wieder von der Nielsen Norman Group, beziehungsweise auch Jeff Saurott ein paar Jahre davor eine ähnliche Survey durchgeführt, wo sie sich mit der Frage beschäftigt haben, wie schaut es jetzt eigentlich in Softwareentwicklungsunternehmen beziehungsweise in Technologieunternehmen aus, wie ist da das Verhältnis von Angestellten, die sich mit User Experience und Usability beschäftigen, im Verhältnis zu Entwicklerinnen und Entwicklern. Und dieses Survey ist relativ neu, das heißt, das sollte den aktuellen Status quo halbwegs gut widerspiegeln. Und es finde ich ganz interessant, dass man sich mal auch ein Bild davon macht, wie jetzt diese Größenordnungen in den Aufwänden zwischen Design und Implementierung ausschauen, wie es auch im Staffing, also in den Belegschaftszahlen zwischen Design und Implementierung in verschiedenen Unternehmen ausschaut. Und da wurde festgestellt, so ein typisches Verhältnis von Designerinnen und Designern zu Entwicklerinnen und Entwicklern in den meisten Unternehmen ist ungefähr bei 1 zu 10. Und da noch einmal, dass ungefähr auf 5 Designerinnen und Designer ein User Researcher oder eine User Researcherin kommt. Das heißt, auf einer User Researcherin oder einen User Researcher kommen typischerweise, so industrieweit gesprochen, 50 Entwicklerinnen oder Entwickler. Das heißt, man sieht da, glaube ich, recht schön, die Rolle des User Researchers ist eine eher kleine Nischenrolle in den meisten Unternehmen. Wobei man, glaube ich, auch sagen kann, dass die Aufgaben und Tätigkeiten im Zusammenhang mit User Research und mit Usability Engineering und User-Centered Design oft, glaube ich, ganz einfach mit anderen Rollen in Entwicklungsteams einhergehen, dass sich, glaube ich, sehr oft auch Designerinnen und Designer um diese Usability-Themen und Usability-Agenten kümmern, dass diese User-Research-Themen, glaube ich, sehr häufig auch gut aufgehoben sind, zum Beispiel bei einem Produktmanager und so weiter und so fort. Aber so diese dezidierte Rolle des User-Researchers, die ist eben eher spärlich besetzt in vielen Unternehmen, kann man sagen. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Verhältnis von UX-Rollen zu Entwicklerinnen und Entwicklern teilweise drastisch geschwankt hat in diesem Survey von einem Unternehmen zum nächsten. Das ist zum Beispiel auch, also dass, glaube ich, fast 10% der Unternehmen gesagt haben, bei ihnen kommen auf 50 Entwicklerinnen und Entwickler ein Designer oder eine Designerin, also ein Verhältnis von 1 zu 50. Oder ein fünfmal schlechteres, als es im Industrieschnitt sich abgezeichnet hat. Was man sich wahrscheinlich ein Stück weit auch damit erklären kann, dass es wahrscheinlich sehr stark auch vom Unternehmen und den Produkten abhängt, weil ein Unternehmen, das Software oder Systeme für Endkunden entwickelt, wahrscheinlich einen höheren Bedarf an Designaktivitäten hat, als zum Beispiel ein Backend-Entwickler, wenn man so will, oder ein Infrastrukturentwickler, wenn man so will. Und was auch ganz interessant war, dass im Rahmen von diesem Industry Survey kein Zusammenhang zwischen dem Verhältnis von Designern zu Entwicklerinnen und Entwicklern und dem Impact von User Experience Maßnahmen beziehungsweise der Maturity von User Experience Aktivitäten in Unternehmen erkennbar war. Das heißt, man kann sagen, mehr Designerinnen und Designer haben jetzt nicht unbedingt einen unmittelbar wahrnehmbaren Nutzen gegenüber weniger Designerinnen oder Designern gebracht.
Und was auch ganz interessant ist, dieses Verhältnis eine Designerin oder ein Designer pro 10 Entwicklerinnen und Entwicklern entspricht auch recht gut dem typischen Anteil von User Experience am Gesamtbudget von Softwareentwicklungsprojekten. Denn das bewegt sich in der Regel auch ungefähr bei 10% vom Gesamtprojektbudget, wenn man so will. Also vielleicht für Sie auch ganz interessant, dass man mal so diese Größenordnungen abschätzen kann, wie groß ist jetzt eigentlich dieser Themenblock Usability und Design gemessen an einem Gesamtprojektvolumen. Gut, wie gesagt, ganz zum Schluss noch, jetzt haben wir über Kosten und Nutzen geredet. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Usability Engineering in der Regel ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis hat, außer man versenkt wirklich viel zu viel Geld rein. Also man kann natürlich auch immer über das Ziel hinausschießen. Aber solange man es nicht übertreibt, hat Usability Engineering, glaube ich, in der Regel ein sehr positives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Beziehungsweise, wie vorhin schon gesagt, glaube ich ganz einfach auch, dass die Usability von digitalen Systemen und von Software heutzutage generell auf einem so hohen Niveau ist, dass man ganz einfach gar nicht darum herumkommt, Usability ernst zu nehmen, weil die Leute einfach, glaube ich, einen hohen Anspruch und hohe Erwartungshaltung an die Usability von Software haben, damit sie überhaupt in Erwägung ziehen, damit zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, wenn das Geld knapp ist, also wenn Sie sich vielleicht einmal selber in einem Projekt wiederfinden, wo Ihre Vorgesetzten sagen, Usability, dafür ist kein Geld da oder dafür machen wir nichts locker. Noch einmal, wie das letzte Mal schon gesagt, wenn die Ressourcen knapp ist, ist es besser, man versucht, das zu tun, was mit geringen Ressourcen möglich ist, bevor man gar nichts tut. So quasi nach dem Motto, das Beste ist, ist der Feind des Guten. Das ist auch ein Prinzip, das Jacob Nielsen in den 90er Jahren unter dem Stichwort Discount Usability Engineering popularisiert hat, wo er eben gesagt hat, bevor man jetzt sagt, Usability Engineering muss immer so und so ausschauen und das kostet so und so viel Geld, ist es besser, man schaut sich an, welche Möglichkeiten gibt es, niederschwellige Usability Engineering Methoden in Entwicklungsteams, in Unternehmen hineinzutragen, dort, wo die Ressourcen knapp sind, dort, wo sie nicht bewilligt werden, indem man eben zum Beispiel sehr informelle Usability Tests durchführt. Also Joel Spolsky hat im Jahr 2000 mal dieses Prinzip des Hallway Usability Testings beschrieben, wo er eben gesagt hat, a hallway usability test is where you grab the next person that passes by in the hallway and force them to try to use the code you just wrote. Also einfach nur ein komplett improvisierter Usability-Test, wo man so will, wo man sich den nächstbesten Kollegen am Gang schnappt und ihn dazu zwingt, dass er sich eine Viertelstunde mal das anschaut, was man da produziert hat. Oder auch heuristische Evaluierung ist eine sehr kostengünstige und schnelle Methode, die auch in diesen Methodenkomplex des Discount Usability Engineerings reinfällt und reinpasst. Also zum Schluss auch, wie letzte Woche schon, bevor man gar nichts macht, ist es besser, einfach das Bestmögliche in einer gegebenen Situation zu machen, weil selbst damit wird man wahrscheinlich noch einen positiven Nutzen oder einen positiven Effekt erzielen.